mitgebracht worden sind. So, das ist wahr. Was hängen bleibt. Welche Unterschiede gibt es zwischen den Reaktionen im Publikum, das Sie erleben, wenn Sie mit den Bühnen reisen, zwischen Nord und Süd und zwischen Ost und West? Überhaupt nicht. Also ich habe, das ist ein Märchen irgendwie. Also ich habe meine ersten Auftritte in Süddeutschland, in Bayern, das war 2004 oder so, da wurden auch immer, die Kollegen haben immer gesagt, naja, du kannst ja als Berliner nicht nach Bayern, die schlagen dich ja tot, ne? Und dann hatte mich ein Veranstalter aus Bayern angesprochen und hatte gefragt, wir können ja mal so Tests machen, so 4 Auftritte vor 100 Leuten, ne? Und das war damals zu einer Zeit, da habe ich gerade mal in Berlin, bin ich gerade mal auf 50 Zuschauer gekommen. Und dann habe ich gesagt, die werden mich totschlagen. Also Ingolstadt vielleicht jetzt halbtot, aber in München sagen die, wir brennen den an, der hat rote Haare. Bam. Und das weiß ich noch, das war dann in einer Lach- und Schießgesellschaft in München, ne, wo ich auf die Bühne gekommen bin und wirklich ein bisschen die Hosen voll hatte. Und es hat von Anfang an funktioniert, dass ich also bis heute München sehr, sehr liebe. So, das ist, da gucken die Leute mal und denken, wieso, München ist doch hier Pelze und Maximilianstraße, Rolls-Royce. Aber ich habe mit den Leuten der Lach- und Schießgesellschaft halt die guten Leute in München kennengelernt. Ja? Von daher ist so Lach und Schieß, die ganzen Kabarettisten, die da rumrennen, irgendwie kenne ich alle und das ist so mein München. Und das ist so weit entfernt von diesem, ja, von diesem München, was wir so im Kopf haben, was auch existiert. Es gibt Leute, die sagen, bestell mir mal einen Tisch im P1. Gibt und so. Es denn Unterschied zwischen Stadt- und Landbevölkerung in Reaktionen? Gibt's auch nicht. Ich weiß nicht, woher das rührt, dass man immer sagt, auf dem Land lachen die mehr. Warum? Weil sie ausgehungert sind oder weil die haben ja Möglichkeiten, auch zu Hause zu lachen. Die können ja vorlachen, die können heutzutage googeln, was ist Lachen. Was ich gemerkt habe, ist zum Beispiel, hat sich relativ schnell rauskristallisiert, als ich aufgetreten bin mit Ost und West, dass es viele Leute gibt, die denken, ich bin im Osten geboren. Also mich hatte auch in München mal jemand angesprochen und fragte, wo im Osten sind Sie denn geboren? Und dann habe ich gesagt, in Neukölln. Und dann sagte er, wusste ich. Und da habe ich nichts erwidert, weil es ganz schön, also jetzt ist es ja egal, die Mauer ist seit einigen Wochen nicht mehr da. Aber früher war das geil, weil ich gemerkt habe, es gibt keinen Unterschied. Da haben nicht die Ossis gesagt, ach Gott, jetzt kommt der Wessi und die Südländer, hätte ich beinahe gesagt, die Süddeutschen haben auch nicht gesagt, jetzt kommt der Wessi oder der Ossi. Das hat mit den Berlinern zu tun, ne?